Kurt Dornig, die Bühne frei in St. Gallen für dich. Willkommen in der Nachbarschaft. Schönen guten Morgen. Danke für die Einladung hierher. Danke dem Organisationskomitee und auch dem Clemens für diese wunderbare Konferenz. Und herzlichen Dank auch, dass mein Vorschlag für das heurige Motto aufgenommen wurde und ich jetzt heute ein bisschen über Balance sprechen darf. So, jetzt habe ich schon mal den Faden verloren. Gut. Balance ist ein Thema, das mich eigentlich schon mein ganzes Leben begleitet und beschäftigt, eher unbewusst. So richtig aktiv zu gestalten habe ich es begonnen, als ich 2006 in mein eigenes Atelier eingezogen bin. Das ist das Gebäude rechts. Davor war ich circa 20 Jahre lang in unterschiedlichen Konstellationen Partner in klassischen Werbeagenturen. Mit dem Umzug ins eigene Atelier hat für mich nochmal ein völlig neues Leben begonnen. Und wenn man ein Privathaus, das ist das linke hier, und ein Atelier auf demselben Grundstück hat, dann ist das einerseits super, weil man hat keinen Morgenverkehr, den man entgehen muss. Auf der anderen Seite kann man sich aber schon vorstellen, dass es auch gewisse Gefahren in sich birgt. Wenn die Couch gerade mal eine Minute vom Arbeitsplatz entfernt ist und umgekehrt, da muss man schon sehr diszipliniert damit umgehen, dass man ja, dass das keine Probleme verursacht und dass man nicht die Freizeit im Büro verbringt. Diese Work-Life-Balance-Formel, die finde ich ja prinzipiell schon super, allerdings ist die nicht für Kreative entwickelt worden. Das ist etwas für Leute, die um 5 Uhr eine Stechuhr drücken und danach beginnt sozusagen das Leben. Für mich persönlich funktioniert das überhaupt nicht, darum auch dieser etwas seltsame Titel, Work-Wife, weil sich das Leben und die Arbeit völlig vermischt. Und ich finde das auch gut so und ich habe auch überhaupt kein Problem damit, weil ich das einfach lebe. Und wenn ich ein Thema bekomme und wenn ich eine Aufgabe gestellt bekomme, dann kann ich nicht irgendwie um 5, 6 einen Schalter umlegen und nicht mehr dran denken. Wenn man nach Bildern sucht, die das zum Ausdruck bringen, dann landet man unweigerlich und sehr schnell bei diesem wunderbaren Objekt von Alexander Calder. Es gibt auch dieses Bild dieses meditierenden Mönchs, buddhistischen Mönch. Das ist, gelinde gesagt, esoterischer Bullshit. Balance entsteht dann, wenn sehr, sehr viele einzelne Elemente aufeinander abgestimmt werden und wenn das zusammen im Zusammenspiel funktioniert. Ich habe im Vorfeld, in der Vorbereitung, eine lange, lange Liste angelegt von Gegensatzpaaren, die ich jetzt mal diesen wunderbaren Objekten zufügen möchte. Das ist nur ein kleiner kleiner Ausschnitt aus diesen vielen, vielen Begriffen, die ich da gefunden habe. Ich denke, die meisten werden sich damit identifizieren können. Was aber auch klar ist, alle diese Begriffe stehen unmittelbar in Kontakt miteinander. Und wenn man jetzt links unten einen Lufthauch, irgendwas bewegt, dann kann es sein, dass man ganz an einer ganz anderen Stelle eine Stellschraube nachjustieren muss, damit das auch wieder funktioniert und nicht in Schräglage gerät. Nachdem ich heute nicht wahnsinnig viel Zeit habe, ich könnte jetzt bis Mittag drüber sprechen, habe ich mich auf einen Bereich konzentriert, nämlich meine Auftraggeberstruktur. Und dafür habe ich ein anderes Bild von Calder gefunden, das ein bisschen einfacher funktioniert, aber nach demselben Prinzip. Es gibt einen Sockel, das ist die wirtschaftliche Basis. Und dann gibt es ergänzende Projekte, das ist in meinem Fall sind das die Bücher. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, hin und wieder freie Arbeiten zu realisieren. Und beginnen möchte ich mal mit der wirtschaftlichen Basis. Das ist in meinem Fall ein Kunde, der heißt Biber Umweltprodukte Versand. Den habe ich in dem Zustand übernommen. Ich erspare Ihnen die Innenseiten. Der wurde 1995 gegründet. Ab der 4. Ausgabe habe ich dann die Gestaltung übernommen. Jetzt sieht das so aus. Also damals waren es noch 32 Seiten A5, mittlerweile sind es 200 Seiten A4, viermal im Jahr.
gibt es in Österreich, in Deutschland und auch in der Schweiz. Und ist nach einem ganz klaren Raster aufgebaut, damit man die Bilder auch schnell austauschen kann. Vor ungefähr 10 Jahren ist dann der Webshop dazugekommen, heute unerlässlich. Und seit circa 4 Jahren sind wir intensiv dabei, sämtliche Produkte im Katalog auf Eigenmarken umzustellen. Wir nennen das unser Private Label Konzept. Die letzten 4 Jahre haben wir circa 1000 Produkte umgestellt. Das heißt Labeling, Produktbranding, aber auch Packaging und auch Anleitungen, teilweise 64-seitige Anleitungen in 4 Sprachen. Also 1000 sind mittlerweile umgestellt und circa 4.000 bis 5.000 kommen noch. Also das wird mich noch eine Zeit lang beschäftigen. Und das ist ein super Kunde, weil man kann von einem Jahr auf das nächste kann man die Termine übertragen. Man weiß in etwa, was man Umsatz machen wird mit dem Kunden. Und er ist sehr treu und sehr zuverlässig. Und ja, also als kleines Unternehmen, wie ich das bin, kann man sich das nur wünschen, dass man so einen Kunden als Basis hat, der einmal schon eine gewisse Grundauslastung und auch einen gewissen Umsatz garantiert. Der Katalog hat ungefähr 1.200.000 Auflage übers Jahr gesehen. Dann gibt es noch einen kleinen Auszug von 16 Seiten, der hat dann zwischen 15 und 20 Millionen Auflage. Im Gegensatz dazu, kommen dann die Bücher. Ich durfte die letzten 15 Jahre ca. 120 Publikationen gestalten und ich habe eine heute als Beispiel mitgebracht, die so aktuell ist, dass es noch nicht mal auf den Büchertisch geschafft hat. Wir haben das letzte Woche präsentiert und zwar ist das der Sammlungskatalog der Hilde Art Foundation in Vaduz. Das ist das Museum, das private Museum der Familie Hilti als Anbau, Zubau zum Liechtenstein-Museum in Vaduz, der Weiße Würfel. Und nachdem wir 2 Kataloge, also klassische Ausstellungskataloge gemacht haben, für die ersten 2 Ausstellungen, wurde beschlossen, dass man einen Sammlungskatalog macht, auch wieder in 2 Ausgaben. Band 1 beschäftigt sich mit der Kunst der klassischen Moderne und der Band 2 wird dann Kunst nach 1950 bis aktuell sein. Das ist ein ganz klassischer Katalog, Aufbau, immer Bild, jedes einzelne Werk wird einzeln beschrieben. Eine Besonderheit ist, dass wir 2 Papiersorten haben, einmal für ein gestrichenes Papier für die Bilder und immer alternierend dazu ein Naturpapier für den Text. Der ist dann 2-sprachig, beziehungsweise in 2 Ausgaben. Und der Band 1 arbeitet mit der Novel Pro. Hinten gibt es noch einen umfangreichen Anhang. Und Band 2 ist dann mit der Allegra vom Jost gesetzt, dem ich ja einfach auch ein bisschen damit meinen Respekt zollen wollte. Der Band 2 beschäftigt sich dann mit sehr abstrakten Werken und da hat es für mich eher gepasst, dass eine Groteske dazu kommt und im Gegensatz zur Antiqua-Schrift, die besser zu den klassischen Modernen passen. So sieht das aus. Band 2 wird dann nächstes Jahr im Mai präsentiert und wenn alles zusammenkommt, dann gibt es dann eine kleine exklusive Ausgabe im Schuber. Und wenn ich jetzt alle Seiten zusammenzähle, also die Textseiten mal 2 rechne, weil es deutsche und englische Ausgabe gibt, dann sind das circa 1000 Seiten Buch. Bei den Büchern ist es oft so, dass wir kleinere Auflagen haben, also zwischen 500 und 5000 Auflage, aber auch einen längeren Zeitraum. Also das füllt dann gut die Zwischenräume zwischen diesen eher kürzeren Projekten beim Biber. Was hier schön ist, ist einfach, dass dieses Medium nachhaltig ist und dass etwas entsteht, das man sich wahrscheinlich in ein paar Jahren auch noch gerne anschaut. Der dritte Bereich sind dann die freien Projekte und da habe ich mitgebracht ein Projekt, das mir jetzt die letzten 2 Jahre persönlich ein Anliegen war.
Wie man das wahrscheinlich auch in der Schweiz mitbekommen hat, ist in Österreich leider auch diese Tendenz zu den rechtsradikalen oder rechtslastigen und rechtspopulären politischen Systemen spürbar. Da folgen wir leider auch einem internationalen Trend. Letztes Jahr haben wir in Österreich 100 Jahre Republik Österreich gefeiert. Ich habe das gefeiert mit einer Broschüre, die heißt Zur Schieflage der Nation. Die Sujets habe ich erst für mich selber entwickelt. Sehr viele unterschiedliche Sujets, indem ich einfach mit typografischen Mitteln versucht habe, die Situation ein bisschen zu kommentieren. Und der erste Band ist so ein bisschen allgemein gehalten zum Thema Rechtslastigkeit generell in den Farben der Parteien und natürlich Braun dazu. Ich denke, die Sujets sprechen für sich selber. Und ursprünglich erschienen sind sie in einer kleinen Kulturzeitschrift, die heißt Kultur, die erscheint im Vorarlberg. Und da wurden dann monatlich 3 Sujets jeweils abgedruckt. Und am Schluss habe ich dann eine Broschüre draus gemacht. Und weil das so spannend geblieben ist in Österreich mit der türkis-blauen Regierung, ich weiß nicht, wie jemand das hier in der Schweiz alles mitbekommen hat, habe ich dann gleich noch eine zweite Serie nachgeschossen, die sich dann aber eher speziell mit der Situation befasst hat von dieser Regierung. Also das war dann die Scheidung. Das war ursprünglich zusammen. Im ersten Band ist es noch zusammen als Herz, wobei die Schnittmenge Braun ergibt. Und einen wunderbaren Titel für unsere Regierungsform hat die Maria Dusel gefunden. Die hat das als Dilettantokratie bezeichnet. Und unser armer Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat dann irgendwann mal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hat gemeint, so sind wir doch gar nicht. Hoffen wir es. Zum Abschluss ein Zitat von Peter Turini, das für mich jetzt in dem Zusammenhang so interpretierbar ist: Balance entsteht nicht von selber. Das muss man aktiv suchen, das muss man aktiv betreiben. Man muss jeden Morgen aufstehen, sich fragen, wer bin ich, was will ich, wohin will ich, was passt zu mir, was zu mir passt und was ich jetzt präsentiert habe, das funktioniert bestens für mich, aber das muss nicht heißen, dass es für jemand anders funktioniert. Und ja, so muss jeder seine eigene Balance suchen und finden und schauen, wie er nach seiner eigenen Versorgung glücklich wird. Aber es ist nichts, was von selber passiert, man muss das wirklich aktiv betreiben. Und zum Abschluss mein Logo, das Ginkgo-Blatt, das ja auch ein bisschen was mit Balance zu tun hat, beziehungsweise auch mit der Unmöglichkeit, diese jemals zu erreichen. Dankeschön. Kurt, vielen herzlichen Dank für den Beweis, dass Provinz eine Geisteshaltung ist und kein geografischer Ort. Wunderbar, wie du von Dornbirn aus, von diesem geografischen oder von diesem religiösen Zentrum aus, die Welt eroberst. So eine Millionenauflage, davon träumen wir alle.